Die Immobilie nach der Scheidung. Oh, das ist das Thema. Wir kennen die österreichische Scheidungsstatistik, die liegt bei ungefähr 50%. Das ist immer wieder auf unserem Tisch, speziell auf meinem Tisch landet. Und ich finde das ein ganz wichtiges Thema, weil sehr oft sind auch Kinder involviert in einer Scheidung. Und das sind meistens die Leidtragenden, wenn die Eltern dann im Zuge der Vermögenstrennung nochmal miteinander auskommen. Darum ist mir persönlich ganz wichtig, nicht nur die Immobilie im Scheidungsfall zu betrachten, sondern auch zum hinter die Kulissen schauen und sagen, was passiert im Familiensystem im Hintergrund und dort schauen, dass jede Seite, also beide Seiten im Prinzip geachtet werden. Weil aus meiner Erfahrung heraus ist das der Schlüssel zum Erfolg. Wenn beide Seiten geachtet werden, dann gibt es eine gute Lösung.